Hallo Schwester. Hallo. Servus Sister. Hallo bei Katja Bitsch. Hoi. Hola. Servus Schwester Franziska. Danke, dass du hier bist. Und die Schwester Franziska wird uns heute ein bisschen was über ihren Weg, über ihre Berufung, wer sie ist, was sie macht, zu erzählen. Ja, hallo. Ich bin Schwester Franziska, also Schwester Maria Franziska. Und ja, ich bin jetzt seit 8 Jahren Schwester in Amerika. Das heißt, du bist erstmals vor 8 Jahren nach Amerika rüber. Warum bist du nach Amerika rüber? Oder was war da? Wie hat sie da nach Amerika gebracht? Eigentlich war es vor 9 Jahren, weil nach der Schule hat die fast jeder wollte ich halt auch irgendwie in ein anderes Land. Weil erst habe ich dann nach Irland und dann nach Spanien, aber es hat alles halt nicht passt. Dann hatte ich einen Priester hier in Deutschland, Pater Johannes, habe ich dann ein bisschen mehr über Amerika rausgefunden. Ich denke, warum soll ich dann jetzt nach Amerika, weit weil weg. Es so weit weg ist, ja. Wow. Über den Ozean und fliegen. Aber irgendwie ja, hat das sich dann alles so ergeben und dann nach der Schule bin ich dann für 3 Monate nach Amerika und habe dann mit der Schwester halt schon so ein bisschen mitgelebt und das alles so kennengelernt. Und hat die der Gedanke, ins Kloster zu gehen, schon hier also beschäftigt oder erst als du drüben so das Klosterleben mitgekriegt hast? Hier, ich würde mal sagen, vielleicht, wo ich so in der 2. Klasse war, weil ich habe eine Schwester kenne, habe ich halt mal so getroffen und habe gedacht, hey, das wäre schon cool, aber dann habe ich nie mehr eine Schwester hier gesehen in Deutschland. Mhm. Da habe ich dann eigentlich mir gar keine Gedanken mehr so drüber gemacht. Mhm. Nur weil du gerade gesagt hast, du hast keine Schwester mehr gesehen, es ist ja nicht so alltäglich, dass man jetzt Schwestern auf der Straße sieht. Mhm. Gibt es da irgendwie besondere Reaktionen, wenn du manchmal auf die Straße gehst oder so? Oh ja. Unter Leute? Was zum Beispiel? ja, also es ist auch anders hier in Deutschland wie jetzt in Amerika. In Amerika sind die Leute generell ein bisschen mehr offen, würde ich sagen. Und die sind schon eher so, wow, du bist eine Schwester. Und einmal ist mir so rumgelaufen. Und dann ein Mädel ist dann hergekommen und hat mich gefragt, are you real? Ja, manchmal gucken dich schon Leute ein bisschen komisch an oder die, da sag ich dann Hallo und die gucken einen dann an, so gucken einen gar nicht an. Okay. Aber ich glaube, das ist halt schon das kleine Opfer, wo man halt so kriegen kann. Und du warst ja dann in Amerika und dann, wenn hast du dir gedacht, dass du drüben bleiben willst? Oder wie hast du die Berufung gespürt schlussendlich? Das ist nur eine gute Frage, weil so richtig sicher war ich mir schon für eine Weile nicht. Ich habe auf jeden Fall gedacht, hey, das ist irgendwie schon was, wo ich machen will. Aber vor allem, weil es halt so weit weg war, habe ich immer gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Und ich mag natürlich meine Familie auch voll gern und euch alle, weil ich... Ja, habe ich halt gedacht, das mache ich jetzt, weil wenn das Gottes Wille ist, dann gibt er mir auf jeden Fall auch die Gnade. Und dann habe ich das einfach mal so gedacht, jetzt mache ich es jetzt oder nie. Und ich probiere das jetzt aus. Und wo ich dann eine Weile da war, war ich mir dann jeden Tag ein bisschen mehr sicher, das ist, was der liebe Gott will. Also so Stück für Stück immer mehr. Mhm. Das kann auch schon bei jedem anders sein, aber manche bis jetzt gleich, manche auch halt echt länger. Ja, für die, die jetzt irgendwie nicht so sich mit dem Klosterleben auskennen, das ist ja nicht so, dass du jetzt direkt rein bist und dann für immer dort warst, sondern da gab es ja Phasen, oder? So mehrere Phasen in dem Kloster und du hast immer wieder ein Gelübde abgelegt, so jahreweise, bis es die endgültigen Gelübde waren. Ja, genau. Das ist eigentlich fast wie, wenn du jetzt heiratest, dann machst du ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, wo du jetzt sagst, hey, ich heirate jetzt. Und dann bist du gar noch da ist schon eine viel längere Chance, dich drüber danach zu bedenken, ob das richtig ist. So, du fängst an mit Postulantin und das bist du dann für normalerweise 6 Monate, ein halbes Jahr. Und da hast du halt schon so ein, das nennt man in Englisch einen Jumper. Ja, das ist halt so ein einfaches so ein Kleid. Mit einer Bluse an und dann danach darfst du dann Novizin werden. Das bist du dann für ein ganzes Jahr. Da kriegt man dann schon einen Schleier. Mhm, da hast du dann das Schwesterngewand, wie ich jetzt habe. Aber du hast ein weißer Schleier. Und das ist schon auch ein Symbol halt für Reinheit. Das erste Jahr als Novizin, das verbringst du wirklich so zum Leben, wie die Schwester lebt. Und hattest dich an alle die ganze Regeln und den Tagesablauf und
lernst die Gelübde kennen und halt vor allem fürs Studieren sozusagen, für Schwester sein und dann... Du erlernst das Schwestersein dadurch. Genau, und du musst dich schon... Ja, und zur gleichen Zeit, du probierst das aus und die ältere Schwestern, die gucken dann, ob du für das Leben so geeignet bist. Yeah. Dann so nach einem Jahr hast du dann ein Dreijahresgelübde und dann, wenn soweit du hast festgestellt, das ist das Richtige und die Schwester denke das Richtige für dich und dann kriegst du das Gelübde für immer an. Mhm. Und das sind dann 6 Jahre, also du hast eine lange Zeit. Eigentlich 6 Jahre Studium, bevor du das endgültige Gelübde ablegst. Ja, kann man so ungefähr sehen. Okay. Anstatt Schwester. Master, dann Sister. Gibt's auch Schwestern, die denen mir irgendwie sagt, nee, du bist nicht fürs Klosterleben geschaffen? Ja, das haben wir auch schon gehört. Und das war dann immer schade, dass die weg sind, aber das war dann einfach nicht so direkt ihr Call. Ja, also es wird eigentlich schon geprüft, sehr geprüft von ihnen selber, von der Mutter-Oberin und vom Bischof wahrscheinlich auch, oder? Genau. Und ja, weil das ist dann, du kannst es nicht einfach so richtig rückgängig machen. Weil wenn du klar, das ist dann... Und du magst auch nicht was machen, wo es dann für dich, wo du dein ganzes Leben unglücklich bist. Aber so, ja, darum hat man die lange Zeit, und sich darauf vorzubereiten. Also du bist jetzt nicht so eine Schwester in einem Kloster direkt, sondern mehr in einem Orden, oder was macht ihr denn eigentlich? Ja, wir sind ein Orden. So, da gibt es kontemplative Orden, wo man bloß im Kloster ist. Und bei uns ist das sozusagen verbunden. Wie jetzt die Maria und Martha, wo Jesus mal die besucht hat. Also, und das ist auch das Beste, wo man eigentlich dem Liebe Gott schenken kann. Also nicht bloß kontemplativ, sondern beides. Weil genauso hat der Baby Heiland sein Leben aufgebracht. Und weil du vermittelst Gebet mit Arbeit, und wir beten das Brevier, jeden Tag das ganze Brevier, und wir haben Schule, das ist so eins von unseren Hauptanliegen. Anliegen, ja. Vor allem, dass wir die Kinder den Glaube beibringen, wo wir dann viele Schulen in verschiedenen Staaten jetzt angefangen haben. Und die hängen alle mit dem Mater Dei Konvent zusammen. Genau. Also Mater Dei Konvent ist so der Orden, zu dem ihr euch dazu zählen. Und genau, okay. Ja, so, und während dem Jahr sind wir dann alle auf die ganze verschiedene, wir nennen die Missionen sozusagen. Haben wir die verschiedenen Schulen und unterrichten halt die Kinder. Ja, ich meine, wir beschränken uns da jetzt nicht, wir machen, wo wir halt immer helfen können. Wir helfen den Priester, wo wir können, mit allem, was die brauchen. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant und einfach, ja, macht total Spaß. Magst du vielleicht kurz schildern, wie so dein Tagesablauf ist? Oh ja, auf jeden Fall. Ja, das war was, wo ich das erste Mal rüber bin, hat mir das eigentlich schon voll gefallen, weil du hast so eine Tagesstruktur. Oh, und wenn du eine Struktur hast im Tag, kannst du so viel super machen. Das stimmt. Ja. Und das hat mich echt gepresst. Ja, Struktur. Ja, du kriegst mal was hin. Wir stehen auf und dann haben wir eine halbe Stunde, bis wir uns in der Kirche treffen. Und dann haben wir zusammen mit Morgengebet, da fangen wir an mit einer Meditation eine halbe Stunde. Und die macht jeder für sich selber. Ich einfach ein Gespräch mit dem lieben Gott, wie man sich auf den Tag vorbereitet und den um bestimmte Gnade bittet und halt schon über alles Mögliche halt betet und nachdenkt. Das ist eins von der wichtigsten Sachen, wo man echt nie nachlassen darf, auch wenn es mal schwierig wird. Und dann halt Revier, wird man Gebete und sammelt. Und dann hat jeder so, während dem Tag hat dann jeder so seine eigene Aufgabe und halt vor allem Schule unter der Woche jetzt. Und dann um 12 Uhr beten wir normalerweise immer, wie ich sage, Non-Prayers. Während dem Sommer tun wir Gemüse verarbeiten, Unkraut jäten, Rasenmäher. Genau, ihr habt sowas wie eine kleine Farmer, oder? Ja, genau. Ja. Mit was für Tiere haben die alles? Oh, mehr wird jetzt Kühe, Hühner, Dachs, Ente, Truthähne, echt auch noch? Katze. Oh. Ja, so. Alles Mögliche. Also so ein bisschen fast Selbstversorger auch. Ja, genau.
Ja, und mit der Kühe, also wir haben nicht bloß Milch, sondern wir haben jetzt auch gelernt, Käse zu machen. So richtig schöne, große Käse. Wow. Echt? Saure Sahne, Joghurt. Boah. Ja, so. Nicht schlecht. Voll gut. Ist auch richtig gut. Schwester, vielleicht kannst du uns ja auch nur kurz irgendwie erklären oder sagen, was uns jungen Frauen helfen kann, unsere Berufe zu finden, sei es jetzt Klosterschwester oder Mutter, Ehefrau, was auch immer. Irgendwie, vielleicht hast du da einen Tipp. Außer Kaffee. Kaffee trinken. ja, also, was ich empfehlen würde, ist halt, dass du auf jeden Fall immer offen bist für alles, was der liebe Gott jetzt von dir mag. Der liebe Gott hat einen Plan für jeden von uns und manchmal dauert es eine Weile, den rauszufinden. Aber ich weiß halt von mir, ich musste offen sein. Du musst halt einfach denken, der liebe Gott weiß meinen Weg, der weiß, was für mich das Beste ist. Und da muss man schon viel beten, jeden Tag beten, damit man den richtigen Schritt macht. Und weil das ist dann auch, wenn man macht, was die liebe Gott mag von einem, dann ist man auf jeden Fall auch am glücklichsten. Für Schwester, ich weiß halt von mir, ich habe immer gewusst, dass ich was mit Kindern machen will. Also ich habe immer gedacht, vielleicht Lehrerin oder Krankenschwester, Kinderkrankenschwester. Das war auch mein Plan. Und dann hat sich das alles ein bisschen halt so verändert. Und ich wusste aber irgendwie schon immer, ich wollte nicht direkt heiraten. Jetzt habe ich halt beides. Ich bin nicht bloß Mama von 3, 4, 5 Kinder, sondern jedes Jahr haben wir mehr und mehr Schüler und du bist sozusagen Mama für die alle und du kannst die einfach im Glauben lehren und selber großziehen und das ist schon was richtig Wertvolles. Also zusammengefasst, dass man offen ist und drum betet und mit der Gewissheit, dass eigentlich das, was Gott von dir will, nie etwas ist, was dir selber schadet oder was dir im Endeffekt wehtut oder du nicht wollen würdest, sondern dass es dir eigentlich im Endeffekt glücklich macht. Und es kann auch vielleicht mal für eine Weile wehtun. Ich meine, ja, du bist auf jeden Fall immer ein Opfer, wenn du jetzt deine Familie verlassen musst. Und ich weiß auch, manchmal ist das für alt und schwer, wenn du da viele denken vielleicht, hey, ich kann das jetzt nicht machen, weil meine Mama, die kann das nicht übers Herz bringen oder manche haben vielleicht schon auch das, ich meine, ich hatte das jetzt nicht, dass Mama und Papa dagegen waren, aber manchmal hatten wir das und da ist es dann auch wichtig, dass ja, für die Eltern das zu realisieren. Wenn du jemanden im Ohr hast, dann ist das für beide ein Opfer, ein großes Opfer. Aber der liebe Gott weiß auch, dass es von die Eltern ein Opfer ist, ein großes Opfer. Und der gibt ihnen dann die Gnade wieder zurück oder vielleicht eben viel mehr, wer Mutter und Vater und Land und alles verlässt. Der kriegt es 100-fach zurück und das zählt nicht nur für die, wo das Opfer bringt, als Schwester oder Priester, sondern auch für die Eltern, für die ganze Familie. Du hast dann mit dem Opfer trotzdem den inneren Frieden, dass du das Richtige machst, oder? Genau, ja. Das ist ja nicht so, dass du das Opfer machst und dann jahrelang denkst, oh, ich will nicht, sondern genau. Du erkennst ja dann schon ziemlich gleich drauf. Also bei mir war es bei so ganz wichtigen Entscheidungen schon, dass es ein ewiger Kampf war bis zu der Entscheidung. Aber dann, wenn ich gesagt habe, ja, ich bringe jetzt das Opfer, dann hat es gepasst. Ja. Dann war sofort so die Freiheit da, die innere, ja, oder? Ja, weil der liebe Gott sieht ja alles. Der sieht, wenn der sieht, dass wir das bereit sind, das Opfer zu bringen, und das ist für ihn schon so, heißt für den liebe Gott schon so viel, einfach unsere Wünsche, unsere Desires. Und dann, sobald er das sieht, macht das oft auch schon viel leichter. Ja. So. Aber für die ist es jetzt auf jeden Fall schön und du weißt, dass du zum richtigen Ort bist. Ja, ich würde es für nichts umtauschen. Ich glaube auch, dass viele, wenn die wüssten, wie es wirklich im Kloster oder im Konvent ist, die würden herrennen. Schwester ist ja nicht nur irgendeine Schwester, sondern unsere liebe Cousine und die Schwester von Antonia. Hallo! vielleicht magst du Toni kurz sagen, ja, wie das für dich auch ist. Also es ist auch für uns voll schön, wenn man eine Schwester hat, die im Orden ist, weil man immer weiß, dass jemand für einen betet. Also quasi das betende Fundament aus der Familie.
ja, wenn es manchmal vielleicht nicht so leicht ist, weil man nicht, weil man sich nicht so oft sieht. Aber auf jeden Fall ist das ein Trost und eine Hilfe zum Wissen. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir alle schon gespürt haben, dass wir viele Gnaden durchaus schon gekriegt haben. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ja. Also wenn sich jemand überlegt, Schwester zu werden, der kann ja auch noch Fragen stellen oder... Wir können es auch noch verlinken. Oder we pray for you. Dürfen Klosterfrauen lachen? Wir haben schwarz den weiße Katzen sind. Sagen wir mal, hey, das sind die Schwesterkatzen. Genau, Schwester Franziska hat uns jetzt viel erzählt. Und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, kommen jetzt noch ein paar Bilder.